Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich weiß, ein bisschen spät, aber ich habe heute einen knickevollen Tag gehabt. Ich arbeite jetzt seit Donnerstag ja wieder und achso. Ich arbeite jetzt seit Donnerstag ja wieder und es hat sich einiges getan. Einiges ist auch auf der Strecke geblieben, wie streamen zum Beispiel. Es tut mir mega leid, aber. So, ich habe den Stream jetzt nochmal auf meiner PlayStation laufen. Das heißt, ich sehe die Quali auch gleich. Und ich gehe mal auf automatisch. Chat habe ich auch eingeblendet, das heißt, ich sehe alles. Ich will nur schnell was testen. Ich würde nämlich gerne was austesten, weil ich habe da gerade was eingestellt. Okay. Natürlich geht es jetzt nicht. Wundert mich ja nicht, dass es nicht geht. Okay, warte kurz. Ich habe da nämlich was eingestellt, aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Deswegen wartet nochmal bitte kurz. Gut, da werden jetzt die Follower eingeblendet. Also könnt ihr euch geehrt fühlen. Ihr werdet jetzt eingeblendet. Nein, ich freue mich über jeden Follower, aber ihr werdet zumindest eingeblendet. Das war nicht das, was ich eingestellt habe. Ich habe eigentlich ganz was anderes eingestellt. Nur irgendwie ist es noch nicht wirklich angekommen. Die haben mein Streamlabs OBS umgestellt und jetzt muss ich halt wieder schauen, wo was ist und wie was ist und keine Ahnung. Naja, Spendenziel könnte ich vielleicht auch mal einstellen, aber das mache ich nicht heute. Ist eine Game Widget. Kennt sich jemand mit Game Widget aus? Ich nicht. Ach so. Streamlabs Charity, da.
Quelle hinzufügen. Es wird nicht angezeigt. Na, egal. Hi erstmal. Leute. Achso, jetzt habe ich Controller in der Hand, weil ich gewohnt bin jetzt, weil ich gerade noch. Ich lese mal die die Follower vor, die vor kurzem gefollowt sind. Also Sweat for Life 808, vielen Dank dafür. Fugronite, vielen Dank. GTX Whiskey, vielen Dank auch an dich. Und an Gregor. 8293 PLU. Vielen, vielen Dank fürs Follow. Falls ich irgendwen vergessen habe, in den Chat ballern. Ich kann ihn sofort lesen, auch wenn es bei mir bei Streamlabs gerade irgendwie spinnt. Ich glaube, ich muss Streamlabs OBS demnächst. Es hat sich ein bisschen was getan bei mir. Ich habe ein bisschen was aufgebaut. Letztes Mal habe ich euch ja mitgenommen, glaube ich, bei dem Eisen. Zwecks meiner Produktion, was die Dings betrifft, die warte mal, wir machen da kurz einen Flug hin. Zwecks. Siehst du, ich habe ja noch gar nicht geguckt, wie viele Tickets ich hier. 12 Tickets schon. Nice. Die holen wir uns nachher ab. Ich habe ein bisschen was gebastelt in den letzten Tagen. Bevor ich jetzt Donnerstag das Arbeiten angefangen habe, habe ich da ein bisschen was gemacht. Und genau. Ich muss aber leider mit meinem Erschrecken feststellen, dass ich beim Strom nachher noch was gucken muss. Das heißt, da müssen wir uns dann auch nochmal irgendwie eine Möglichkeit oder eine Lösung aussuchen. Ich werde wahrscheinlich vom Northern Forest ein bisschen was Strom, also nicht Strom, Dings abzapfen müssen. Bisschen Schwefel. So, also ich habe jetzt hier vorne einen Raffinerie hingestellt, die mir Eisenbarren produziert für Stahlbarren. Und wie ich gerade sehe, läuft es sehr gut. Ja, sehr nice. Ich bin zufrieden. So, die macht für mich die Eisenbarren, weil diese wunderbaren Teile hier machen meiner Meinung nach zu wenig. Hier gehen die geliebten Eisenbarren rein und hier kommen dann Stahlbarren raus und die wunderbar heiß geliebten Stahlbarren. Alles ist grün. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Hat auch nur knapp 20 Stunden gedauert. Ja. Glaub mir, das war kein Spaß. Diese kleine Produktion macht halt die Stahlrohre. Stahlrohre werden jetzt hier mit Beton weiter zu diesen netten Teilen. Das sind die Stahlbetonträger gemacht. Und einmal lasse ich schon Richtung Dings liefern. Entschuldigung. Hatte gerade ein Feierabendbierchen. Genau, die werden jetzt dann Richtung, habe ich unterirdisch verlegt. Hier wird Eisen und also Eisenplatten und Schraubenproduktion geht hier dann nach oben. Und genau. Also es läuft alles sehr gut sogar. Ich freue mich tierisch, dass das gerade. Ihr habt da eingeblendet, dass ich gerade den Geothermalgenerator, den habe ich nämlich bei der Forschung alles fertig. Das heißt, ja, ihr hört mich gut. Ich habe gerade wieder gedacht, ihr hört mich nicht. Weil ich musste leider ein Stream löschen, komplett, weil 1,5 Stunden geredet und keiner hat mich gehört. Ach so, ihr hört ja nichts. Warum sagt ihr nichts? Ja. Audio. Ich spiele die ganze Zeit ohne Ton, weil ich meistens irgendwas im Hintergrund laufen habe. Deswegen habe ich meistens für mich privat keinen Ton. So. Jetzt müsstet ihr aber was hören. So.
Wie gesagt, oben gehen die Schrauben durch. Unten die Eisenplatten, das heißt, ich muss ja eigentlich nichts übertakten, weil ich habe das so gemacht, dass hier 6-mal Eisenplatten und 6-mal Schrauben, die machen die verstärkten Eisenplatten. Die verstärkten Eisenplatten gehen dann straight, werden dann straight dazu verarbeitet, um, wie gesagt, den modularen Rahmen herzustellen. Die modularen Rahmen werden dann wiederum dazu hergestellt, also dazu umgearbeitet, um dieses wunderbare Teil anzutreiben, was dann wiederum für mich die schweren modularen Rahmen macht. Und die werden dann alle, wie gesagt, ins Lager gebracht. Genau. Das ist dann auch wieder sexy. Die schweren modularen Rahmen brauche ich dann dafür für Züge, Bahnhöfe und noch andere wunderbare Sachen, die aber wir erst später freischalten werden, sofern ich das obere Phase 3 abschließen kann. Aber ich wollte euch zeigen, das habe ich jetzt so in etwa gemacht in den letzten paar Tagen. Habe mir ein bisschen auch überlegt und neu gemacht und oh, es war anstrengend. So. So, genau, die gehen dann hier runter und werden dann direkt ins Lager gebracht. Ich habe mir heute auch schon überlegt, ob ich mir einen zweiten Bahnhof baue. Einen, der direkt in den Northern Forest geht, aber da ist mir eingefallen, dass das ja gar nicht geht. Beziehungsweise nicht an der Stelle, wo ich es haben will. Weil, ja. Deswegen würde ich jetzt die Teile für den Geothermalgenerator erstmal mitnehmen. Und noch ein bisschen Sprit. Aber das machen wir dann, wenn wir. Da sind die zwei. Der hier, glaube ich, macht die. Ja, genau, die Quarz-Oszillatoren. Hey, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der hier müsste dann die, genau, die Highspeed-Anschlüsse machen. Von den Highspeed-Anschlüssen brauchen wir ganze 16 Stück. Das heißt, ja, hier ruckelt es halt immer. Ich verstehe es nicht. Und dieses wunderbare Teil macht die Computer. Da haben wir eh schon einige jetzt dann am Start. So, die Highspeed-Anschlüsse, das sind die Platinen. Das sind auch Platinen. Ist jetzt auch egal. Auch Platinen. Was sind meine Highspeed-Anschlüsse? Sind das alle? Nee, ich habe doch weit mehr, oder? Hä, was sind meine ganzen Highspeed? Da sind die restlichen Highspeed-Anschlüsse. Ihr habt es doch gewusst. Warum sind da Platinen drin? Das gehört da nicht rein. Da können nur Highspeed-Anschlüsse rein. Komisch. Komisch. Komisch, komisch. So. Jetzt brauchen wir noch 16 modulare Rahmen und 16 Platinen. Na, was rede ich für ein Schmäh? 40 Kupferblechen. Das heißt, wir müssen noch kurz ins Lager gehen. Kurz, wie Chucky immer so schön sagt, einkaufen gehen. Ich muss sowieso noch einiges umbauen, neu bauen und da kommt noch einiges auf uns zu. Beziehungsweise auf mich. Was wollte ich jetzt mitnehmen? Kupferbleche und schwere modulare Rahmen. Okay, die schweren modularen Rahmen kommen hier. Genau. Apropos, ich wollte ja mal gucken, ob ich noch verpackte. Ne, es sind die verstärkten. Da. Ach, wie nett, da ist gar nichts drin. Sexy. Die Kupferbleche, wo sind die Kupferbleche? Ich hätte gerne noch ein, zwei Festplatten, weil ich könnte für die Kupferbleche hätte ich halt gerne noch das Rezept für die, damit. Jetzt überlege ich halt, wo habe ich eigentlich meinen Fabrikwagen? Ich weiß, dass ich einen besitze, aber irgendwie habe ich gar keinen Plan, wo der ist.
Ach da. Nee. Augen aufmachen. Dann nehmen wir die auch gleich mit. Falls wir die brauchen sollten. Ich hoffe es nicht, aber ja. Nein! Nicht ohne mich fahren! Nein! Stopp! Oh verdammt. Ja, okay. Dann müssen wir halt mit dem wunderbaren Teil vorlegen nehmen. So. Achso, ich wollte noch kurz was testen. Wartet mal kurz. Okay, funktioniert gut. Das war gerade ich, weil ich es wiederholt habe. Also, ich wollte bloß testen, ob die Alerts funktionieren. Gut, die funktionieren. Sehr gut. Aber es macht mich gerade wahnsinnig. Sorry. So. Eigentlich wollte ich sowieso so ein kleines Auto irgendwann mal programmieren, dass es immer hin und her fährt, aber das ist halt etwas doof mit den Schrägen, weil es, ihr werdet es gleich sehen, es kommt halt ziemlich schwer die Schräge rauf und runter. Und es merkt sich leider nicht, ob ich irgendwo bremse bzw. irgendwo kein Gas mehr gebe. Weil sobald ich von der Gastaste weggehe, wird es halt langsam, aber das speichert es leider nicht. Und da passiert das hier, das halt springt. Ja, außer ich baue dann Geländer dran. Ich will aber noch kein Geländer dran bauen, weil ich will es noch erweitern. Ja. Genau. Noch schaue es gut aus. Oh. Das ist der Zug. Hi. Der transportiert mir, wie immer gesagt, die Polymerharz, Gummi und Kunststoff. Genau. Nur irgendwie ist hier hinten halt jetzt irgendwie Schicht im Schacht, weil ja, ich sollte vielleicht noch ein, zwei Raffinerien aufbauen, wo ich Dings. Den bauen wir mal ab. Also unten kann jetzt zumindest kein Stau mehr aufkommen, aber es wundert mich halt dennoch, weil ich halt unten. Hier unten kein Dings mehr habe, kein Schwererückstand, beziehungsweise wird. Der ist voll, warum? Wenn der voll ist, die Rohre, warum wird der dann nicht dazu verballert, Dings zu machen? Check ich zwar gerade nicht wirklich, aber okay. Was ist? Die sind alle brechend voll. Ach, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Shit. Der kriegt zu wenig Dings. Zu wenig verdichtete Kohle. Okay, das Problem muss ich dann demnächst lösen, weil, ja, wie ihr seht, spuckt der nicht viel Dings aus. Und ein Rohr alleine schafft es anscheinend nicht, genug davon herzustellen. Wir können das zwar jetzt übertakten, aber das wird nicht viel bringen. Glaube ich nicht. Ich muss schauen, ob ich das irgendwo demnächst in Lolland Forest aufbauen kann. Das mit der verdichteten Kohle, weil es ist gerade echt scheiße, weil schau. Es geht so schnell runter, das ist ein Wahnsinn. So schnell kann es gar nicht auffüllen, wie das runtergeht. Klar, er pumpt jetzt mehr hier rein, aber irgendwann werden die Treibstoffgeneratoren auch mal sagen, so, ja, nö, hab keinen Bock mehr. Und das wäre dann halt auch echt mies. So, da wir jetzt alles für den Geothermalgenerator dabei haben, werden wir uns jetzt einen suchen. Ein Geothermalgenerator. Und ich denke mal, ich weiß sogar, wo einer ist. Ich bin mir jetzt aber gerade auch nicht mehr wirklich sicher. Deswegen, ja, meine Aufgabe besteht jetzt eigentlich darin, Strom zu suchen. Beziehungsweise Zusatzstrom. Ja, genau.
ohne am besten von irgendwelchen Tierchen gestresst zu werden, wie von diesen blöden Fliegen Tierchen da. Ja, das habe ich mir gedacht. Na, kommt her. Ich spiele gleich Bing Bong mit eurem Kopf. Ja, so viel zum Thema. Man will sich hier nur gechillterweise eine Schnecke snacken, ne? Ich habe jetzt, by the way, in näherer Umgebung, ich glaube, schon vier Schnecken gefunden. Vier. So, Strom, Geothermalgenerator. Nice. So, müsste jetzt eigentlich dann, genau. Sobald ich den dann gleich mit dem Strom verbunden habe, müsste der auch gleich volle Knäcke funzen. Okay, es ist wahrscheinlich ein unreiner. Aber ist egal, 100. Och nee, wirklich? Ist kein Draht dabei oder was? Doch, Kabel habe ich auch, aber zu wenig, okay. Ah, ja, little problem. Ey, da unten sind ein Haufen Tierchen. Also, wir töten die jetzt mal schnell. Das können wir auch schnell machen. Dann fangen wir mit dem Feuerspuckern an. Aber davor gönne ich mir einfach den hier. Komm her. Aber. So, dann gönnen wir uns schnell die Organe von den Tierchen. Da kommt her, ihr wunderbaren Fliegen. Jetzt gibt's was. Jetzt ist es noch nicht nach 22 Uhr, deswegen gibt's jetzt, kann ich halt nur sagen, jetzt gibt's einen auf die Nase. Du Hase. So. Na, kommt her. Ich weiß aber, glaube ich, wo es einen reinen Dings gibt. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ihr nervt. Danke. So. Ich glaube sogar, dass ich weiß, wo es einen reinen gibt. Dann bauen wir den nochmal ab. Was ist denn das eigentlich für einer? Unrein. Okay. Ich hätte vielleicht mehr als nur einbauen sollen. Egal. Wir bauen jetzt den hier nochmal auf. Warte mal, da vorne ist ja noch einer, oder? Was bist denn du für einer? Ein normaler. Ja, dann nehmen wir doch eher den normalen, würde ich sagen, weil der bringt ein bisschen mehr. Give up Production. Auf Werkbank. Craften wir schnell eine Werkbank. Daraus machen wir dann ein Energiefragment und noch ein paar Kabel, würde ich sagen. Okay, das heißt, für den zweiten Thermalgenerator müsste ich noch ein bisschen was. Ich hoffe, ich habe alles dabei, sonst. Nee, ich habe keine Supercomputer. Oder doch. Vielleicht können wir jetzt sogar schon einen zweiten machen. Das wäre halt mal mega nice. Ah, ich glaube, ich weiß, woran es hapelt. Am Beton. Es hapelt nicht. Ach, Leco mio, fetto grande. Wegen dem Strom. Es liegt am Beton. Ich habe keinen Beton dabei. Wait a minute, wait a minute. Na, sicher habe ich Beton. Warte. Den habe ich gleich sogar schneller, als mir lieb ist. Ich brauche nur die Brücke zum Northern Forest da nach oben abbauen. Die ich vor ein paar Wochen gebaut habe. Dann habe ich ja Beton. Ich höre die ganze Zeit irgendwas rumkrabbeln. Das ist voll ekelhaft. So. Okay, eins. Zwei. Kann ich das dann gleich damit verbinden, oder? Das wäre halt, zu lang, habe ich mir gedacht. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich. Genau. Es schwankt halt jetzt immer, weil halt Geothermalgeneratoren.
nicht immer zuverlässig sind, deswegen schwankt es jetzt immer. Ich schaue jetzt, welche Quelle unrein ist. Das habe ich bei dem anderen Spielstand auch schon gemacht. Der ist dann nämlich. Ich würde halt gerne wissen, welcher davon jetzt unrein und welcher rein ist. Das ist der Unreine. Den Unreine machen wir schwarz. Genau. Den machen wir schwarz. Und den Reinen machen wir rot. Also normalen halt. Der funktioniert so in etwa, er pumpt. Da wird er dauerhaft heißes Wasser nach oben geblasen. Ja, ha, blasen. Und der sammelt das Wasser oder zieht das Wasser raus, speichert es und die Energie, die dadurch entsteht, sammelt er und speist es in Strom um. Genau. Das ist so ungefähr die grobe Fassung von dem, was der macht. Ja. Wie gesagt, der macht jetzt knapp 50 Megawatt. Das ist der Unreine. Oder 60, je nachdem. Der normale wiederum müsste jetzt eigentlich, das ist der rote, der ist da hinten, der müsste jetzt, glaube ich, 100 machen. Oder ein bisschen was über 100. Oder knappe 300, das geht auch. Es ist sogar richtig sexy. Nervig ist es halt, weil die kannst du nicht übertakten. Das ist halt recht nervig. So, wir könnten jetzt noch eine Quelle anzapfen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Nur da müsste ich noch mal ins Hauptlager zurück, weil ich habe zu wenig Beton. Ich tue jetzt noch mal speichern. So. Weil ich glaube, dass ich weiß, wo der nächste Geysir ist. Ich bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher. Da müsste ich halt nochmal scannen bzw. nachgucken. 700 Meter in der Richtung. Okay, dann schauen wir mal. Schätze, mein Fahrzeug kann ich mir nicht bauen, oder? Oder? Nee. Wenn wir jetzt sterben, kein Problem, ich habe gespeichert. 700 Meter in die Richtung müsste noch ein Geysir sein. Habe ich meine Gasmaske mit dabei? Nope. Das ist nicht gut. Ich werde auch noch mal eine Extra-Produktion in der Northern Forest anfangen. Zwecks Strom. Weil da habe ich Schwefel, da habe ich Kohle und da habe ich noch jede Menge Platz. Ich muss das dann halt demnächst nur irgendwie mit Zügen dann hin und her transportieren. Ja. Wir werden uns aber jetzt separaterweise sowieso in den Northern Forest begeben, weil ich voll Bock drauf habe. Ja. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da irgendwas vergessen habe. Ich komme jetzt aber auch nicht wirklich drauf, was. Also. Vielleicht können wir auch heute schon, weil da auch Quarz ist, vielleicht können wir auch da heute schon die. Nicht direkt Computerproduktion, können wir nicht so schnell starten, aber. Eine erweiterte Eisenproduktion vielleicht. Vielleicht finden wir auch eine externe Quelle für Kupferbarren. Das wäre halt auch geil, weil dann könnte ich mal, wenn ich eine unreine Kupferquelle finde, die in eine Raffinerie reinballern. Und dann ja. Natürlich legen wir uns da vorne mit einem Haufen Fliegen an. Das wäre natürlich auch noch sexy. Verdammter Mist. Ja, aua. Komm her, du blödes Fliegentierchen. Komm her. Wo bist du denn? Komm her, Gruppenkuscheln. Komm. Ja gut, dann fliegen wir halt noch eins höher, auch kein Problem. Oder zwei höher. Na komm. Come to me.
Come on. Come to me. Vielleicht komme ich auch da auf den Felsen hoch. Das wäre dann natürlich saugeil, weil da bin ich nicht mehr weit vom London Forest entfernt. Da bin ich sozusagen schon fast vor der Haustür. Jetzt spare ich mir den Weg außenrum. Das wäre natürlich dann mega sexy. Da oben ist Gift und ich will nicht unbedingt durchs Gift laufen, weil ich habe keine Gasmaske dabei, obwohl ich sie schon gecraftet habe. You know? Da ist eine gelbe Snagge. Kann ich da lang? Oh, nein. Komm, 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 bitte. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Sexy. So. Dann haben wir nämlich weitere Batterien, wie ich sie so schön nenne. So. Das Gute ist, sind endlos Batterien, die muss man nicht wieder aufladen. Das sind also Akkus. Schau mal, was da fliegt. Mein Lieblings. Boah, das sieht so geil aus, wenn der fliegt. Ohne Witz. Ich habe gar nicht gewusst, dass der so weit außerhalb fliegt. Ich hätte gedacht, der beschränkt sich nur auf Northern Forest und Green Grasslands. Ich wollte gerade Greenlands sagen, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Green Lantern. I don't know. Wir müssten jetzt eigentlich dann gleich. Warte mal, ich habe ein Spuckervieh gehört. Das dürfte da oben irgendwo sein. Wahrscheinlich. Gut, dass ich mein Jetpack mitgenommen habe. Schlecht ist, dass ich keinen Sprit mehr mitgenommen habe. Das hätten wir vielleicht mitnehmen sollen. Okay. Da wollen wir mal hoffen, dass ich hier irgendwie hochkomme. Und mit dem letzten Rest Sprit. Bitte, 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 bitte. Nein! Okay. Mit. Beton habe ich noch 145, sonst baue. Ey, ohne Witz, ich baue mir eine Rampe rauf. So. Ich baue mir da sonst eine Rampe rauf. Das ist mir jetzt völlig egal. So, Architecture. Achso, da habe ich ein bisschen was gekauft. Die Betonsäulen habe ich jetzt gekauft. Das heißt, wir können unsere Base demnächst wunderschön upgraden. Da gibt es aber einen gesonderten Stream. Den nenne ich dann auch. Keine Ahnung, wie nenne ich den? Ach, der muss ja auf einem Fundament. Genau. Dann nehme ich das da. Das tue ich dann dahin. Genau. Da kommt dann dieses wunderschöne Stegelein hin. Achso, ich muss die Subfunktion aktivieren. Sorry. Mein Fehler. So. Das reiße ich dann wahrscheinlich eh gleich wieder ab, aber nur damit ich hier erstmal hochkomme und dann wahrscheinlich auch gleich gefressen werde von irgendeinem Tierchen. Oder wahrscheinlich von irgendeinem Feuerviech dann gesnackt werde. So. Was nicht so sexy wäre. So. Gut, dann speichern wir jetzt erstmal. Speichern. Das Spiel wurde gespeichert. Sehr gut. So, Natur. Oh shit. Hi! Weißt du was? Ich werde dich jetzt erstmal umlegen. Das werde ich machen. Wo bist du denn, du verdammter Spargel? Aua! Du Spargel! Wo bist du? In dem Gebüsch drin, du bist doch ein Spaten. Du bist ein Spatenspengler. Na komm her! Spielen wir ein bisschen. Aua, aua, aua. Ich glaube, ich sollte die Kaffeetasse wegtun. Ah, verdammte. Alter! Seit wann ziehst du so viel ab, du Spaten? Ey, abhauen ist nicht. Haut einfach ab. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ach, jetzt wollte ich gerade zweimal Dings da Taste drücken. Geht doch gar nicht. Ja. Nicht nur du kannst mit explosiven Sachen schmeißen, ich kann's auch. Au. Jetzt ist halt mehr Blindflug als alles andere, weil ich das Viech nicht wirklich. Ja, ich nehme dich ja schon mit. Eine Mörsers 4. Blub. So, danke für deine Innereien. Vielen Dank dafür. So, jetzt muss ich hier bloß aufpassen, weil
desto später es wird, desto mehr Spinnen laufen hier rum. Weil Spinnengebiet und so. Ich will halt noch da ankommen, wo ich ankommen will, bevor es Nacht wird. Lauf mal ein bisschen schneller, Hector. Ich habe ja keine Zeit, um mit dir zu spielen. Da vorne ist eine Festplatte, aber sobald ich noch recht im Kopf habe, habe ich die schon. Ich bin so tot. Oh. Gerade noch überlebt. Okay. Ich würde da gerne. Hallo? Da war gerade so eine Art Alpha-Wand oder keine Ahnung. Ich würde nämlich gerne. Wo ist denn das jetzt? Da hinten irgendwo müsste eine Erhöhung sein, wo man schon Kalkstein sieht. Also Limestone. Für die Leute, die es gerne in Englisch hören wollen. Und da will ich hin. Weil da gibt es so ziemlich alles in der Nähe. Da gibt es meinen Bahnhof zu sehen. Geil. Mit meiner Ölproduktion. Ja, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Oder war das auf der anderen Seite? Ich bin gerade etwas confused, wie man merkt. Dieses dröhnende Geräusch in der Höhe ist dieser wunderschöne Flug-Dings. Keine Ahnung, es kommt hier zwischendurch mal durchgesappelt. Wir begeben uns jetzt in hochgradiges Spinnengebiet, wo sehr, sehr große Spinnen wahrscheinlich auftauchen. Also an die kleinen habe ich mich hier schon halbwegs gewöhnt. Die sind einfach nur nervig, aber die großen sind. Wenn man da nicht schnell genug zuhaut, beziehungsweise nicht schnell genug irgendwas anderes in der Hand hat, dann ist man halt dead. Ziemlich schnell. Und das würde ich halt eben gerne vermeiden. Deswegen schaue ich noch schnell, ob ich da zu meinem Standpunkt Nummer 1 komme. Und das sogar ziemlich schnell, weil ich will nicht sterben. Weil sonst müssten wir nämlich neu laden und das wäre doof. Weil dann müsste ich den ganzen Weg nochmal neu laufen. Wäre auch nicht unbedingt so schlimm, weil dann hätte ich mir zumindest ein bisschen Dings mitgenommen. Ein bisschen. Das habe ich, by the way, nicht gemeint, aber es ist auch schön, dass hier noch Kalkstein ist. Nein. Wie ich habe gemeint. Das ist so ein kleiner freier Bereich, der hängt über einer Schlucht. Und in der Schlucht sieht man die Festplatte und noch ein Geothermal-Dings. Müsste eigentlich auch nur scannen nach Kaiser, dann müsste die Busse in die passende Richtung latschen. Okay, da ist Gift. Ah, da vorne ist der Bereich. Perfekt. Und da unten am Boden ist dann eben. Oh, ja, klar, unten am Boden, Alter. Ja, sicher, springe auf einmal 600 Meter in die Tiefe. Ist bis sicher nicht tödlich. Nein. Okay, was bewacht ihr da? Es ist mir egal, was ihr da bewacht. Ihr werdet jetzt erstmal weggesnackt. So, weil ich habe keinen Bock auf Gift. Ich habe, wie gesagt, meine Giftmaske nicht dabei. So, weggebombt. So, gut. Ich habe keine Ahnung, das schauen wir später mal nach. Ich will jetzt bloß. Wie komme ich da jetzt runter, ohne zu sterben? Ah, sicher, man springt ins Wasser. Dann lege ich sich einfach mit diesem netten Tierchen hier an. Das passt. Ne? Was? Hier ist anscheinend eine Festplatte, die ich noch nicht. Auch verdammte Soße. Ein modularer Rahmen. Kann ich. Warte mal, kann ich den schnell machen? Das wäre halt mega sexy, weil dann bräuchte ich nicht unbedingt ins Lager zu gehen. Yes, kann ich machen. Sexy, wir hatten wieder eine weitere Festplatte. Ja, nice. Meiner Meinung nach hatte ich die zwar schon geholt, aber okay. Warum auch nicht? So, Schrauben. Versteckte Eisenplatten. Was können wir denn hier noch Schönes mitnehmen? Draht. Draht ist immer super. Beton wäre mir zwar auch lieber, aber der ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt hier on fleek irgendwo. Okay. Das sind versteckte Eisenplatten. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil versteckte Eisenplatten kann man sowieso immer brauchen. Das ist noch Draht. Draht nehme ich natürlich auch mit. Ja gut, das wäre es dann fürs Erste, glaube ich. Ich weiß, dass das noch
in so einer Art Nebelgebiet, eine Festplatte gibt. Aber da gibt es auch Spinnen. Mit Spinnen will ich mich heute nicht unbedingt anlegen, weil... Alter, dieser verdammte Hund hat mir gerade einen verdammten Schrecken eingejagt. Da ist Kupfer, das ist super. Autsch. Na komm her. Gehen wir spielen. Ah, ich bin eh schon da. Sehr gut. So. Dann holen wir uns diesen verdammten Panzer. Wenn ich Kupfer oder Kabel oder sonst irgendwas brauche, dann kann ich mir das jetzt hier einfach craften. So, das ist der Platz zum Beispiel, den ich gemeint habe, wo wir dann nochmal eine eigene Produktion angehen können, zwecks. Jetzt will ich aber erstmal ein Geothermalgenerator. Ach, shit happens. Das habe ich mir gedacht, ich habe zu wenig Gummi mitgenommen. Alles andere hätte ich dabei, aber Gummi fehlt. Nein! Okay, gut. Kann ich zumindest einen Bahnhof bauen? Geht das? Transporter, kann ich hier einen Bahnhof bauen? Nein, weil mir die Computer fehlen. Okay, kein Problem. Ja, und Sachen kann ich auch nicht bauen, weil mir der Beton fehlt. Sonst hätte ich schon einen Weg gebaut zu meinem Öldings, weil das nämlich nicht weit weg ist. Olaf Olas, oder wie das so schön heißt. Boah, ich könnte gerade im Strahl reiern, ne? Gummi, das ist das, was ich eigentlich am wenigsten benutze. Haha. Weil hier hatte ich eigentlich gedacht, dass wir hier dann die erweiterte Produktion für Phase 3 abschließen. Ja, das wollte ich nämlich hier starten. Weil hier habe ich zwei Eisenquellen, da habe ich eine Kupferquelle. Hier habe ich Quarz und ganz hinten habe ich Schwefel. Ja, das heißt, ich hätte eigentlich so ziemlich alles in der Nähe. Ich werde aber wahrscheinlich, warte mal, kann ich mir zumindest einen Beacon bauen? Das wäre halt schon mal richtig sexy. Da komme ich hier wahrscheinlich nochmal mit einem Buggy her. Oder mit dem LKW, I don't know. So. Ja, hier ist der Signalisator. Auf Englisch heißt der Beacon. So, dann werde ich die Fliegen hier nochmal schnell dem Erdboden gleich machen. Die gehen mir auf die Nüsse. Verschwind. Ich weiß auch, dass hier irgendwo in der Nähe noch Dings ist. Zwei Ölquellen. Ich weiß aber nicht, was für Ölquellen das sind, weil die sind im Wasser. Ja, ist komisch, aber ist so. Heute ist Open End. Wenn ich müde werde, werde ich müde. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber da ich jetzt schon ein Bierchen Interesse habe, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern. Da werde ich auch irgendwann müde, hoffe ich zumindest. Apropos. Ich werde jetzt aber hier oben schon mal was starten. Eigentlich wollte ich gerade, ja, ohne Strom kann ich hier sowieso gar nichts starten. Ich könnte hier ein paar Biogeneratoren, also Biomassegeneratoren aufstellen, aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier eigentlich ein Dings aufstellen, ein. Ja, egal, dann machen wir hier den Beacon hin. Ja. So. Hier schreiben wir hin. Was schreiben wir hin? Erweiterte Production. Phase 3. Wenn es überhaupt hingeht. Ha. Ja. So. Passt. Das machen wir rot, weil dann weiß ich, dass ich hier noch hin muss. Ja, passt. So, gut. Das wäre jetzt dann schon mal markiert. Da ich keinen Treibstoff mehr habe, müssen wir den wahrscheinlich den Weg nachher wieder zurückgehen. Jetzt aber erstmal mache ich eine kleine Pinkelpause. Das heißt,
Ich werde euch dann erstmal da oben auf dem Hügel lassen. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet. So, das heißt, ein bisschen Beton haben wir ja noch. Das heißt, wir werden jetzt erstmal diesen da, das da machen. Da kann ich nämlich immer hin und her latschen. Na, da nicht, da. Da gehen wir jetzt auf Architecture und werden da eine schöne Treppe runterbauen. Oh Mann, warte. Wenn ich jetzt ein bisschen verwackelt oder komisch klinge, es ist, weil ich gerade echt verdammt dringend da pinkeln muss. Verdammter Mist. Ja, Bier halt und Cola ist halt nicht unbedingt die beste Mischung. So. Auf jeden Fall kann ich jetzt hoffentlich hier nicht runterfallen. Nein, kann ich nicht. Gut. Der müsste schon ziemlich dämlich sein, um da runterzufallen. So. Das heißt, ich bin jetzt. Haha, erstmal voller Fliegen. Hi. Na komm her. Hier kann mich zumindest keine Spinne snacken. Aber fliegen mir auf die Nerven gehen. So. Und ich muss mir auf jeden Fall demnächst Treibstoff mitnehmen. Was ich gemeint habe mit Geothermalgenerator, der ist da nämlich. Das ist eine Festplatte. Habe ich die schon geholt? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, da unten dürfte dann irgendwo ein Geysir sein, der dann, ich glaube, das ist ein reiner Geysir. Ich glaube, der bringt 400 bis 500 Megawatt noch zusätzlich. Und es wäre halt übelst geil, wenn wir den heute noch angeschossen kriegen. Weil dann könnte ich mir nämlich hier, da bräuchte ich hier keinen Strom mitnehmen, weil sonst hätten wir unseren Strom separat. You know? Okay, ich lasse euch jetzt. Ich begebe mich dann kurz in den Pausenbildschirm. Bis gleich. Hi, by the way, falls sich gerade jemand mit Streamlabs OBS auskennt, ich hätte eine Frage. Weil bei mir spinnt nämlich der Chat, der wird nicht mehr angezeigt seit 3 Tagen, 4 Tagen. Und ich hasse es. Ja, ich hasse es wirklich. Es nervt ungemein. Da wir jetzt eine Festplatte haben, würde ich die hier oben auch schnell mal scannen lassen. Da hinten irgendwo ist unsere Base. Base, drop the base. Das ist eine Schnecke. Ne, da hinten ist unsere Base. Ups. Ich war noch in einem anderen Spielstand. Sorry. So,
Das heißt, wir haben davon ein bisschen Sachen eingesammelt. Das sind, ja, perfekt. Die Mem könnte ich bauen. Das ist perfekt. Das ist nämlich immer perfekt. So, also 10 Minutes, in 10 Minuten haben wir dann. Okay. Reiner Kalkstein. Das ist schon mal sexy. So. Ach so, das 32 sind wahrscheinlich. Warte mal kurz, ich muss da kurz was nachgucken. Warte mal. Maus, Maus da. Ach so, ich streame gerade auf 50 FPS, das kann ich ja kurz da irgendwie rüberziehen. Nee, kann ich nicht, okay. Ja, ist egal. So, ich habe ja hier. Ich lasse mal das Leistungsfenster offen. Spiel fortsetzen. Sorry. Ich habe mir noch keine Hotbar draufgelegt. Sollte ich aber vielleicht demnächst mal machen. Ich kann ja hier schon mal ein Dings hinbauen. Ein. Meiner MK1 für später dann. Weil da habe ich auch noch einiges vor mit dem Beton. Ich warte jetzt bloß noch, bis es Tag wird. Dann gehen wir den Northern Forest ein bisschen auf erkundigen. Erkunden denn. So. Ich speichere mal kurz. Ich weiß, es hat Autosave-Funktion, aber ich. Warte mal. Autosave, wo waren das? Ob nur zur Oberfläche. Muss ich kurz lesen. Das Dumme ist, dass meine Brille im Roller ist und der Schlüssel gerade drüben und meine Mama hat sich gerade hingelegt. Das heißt, ich kann da nicht einfach rübermarschieren und meinen Schlüssel holen. Das heißt, ich muss heute viel auf gut Glück machen. Spieloption, genau, da war das doch. Da gehen wir auf. Gehen wir auf Mittel, es passt schon. Kopfeffekt ist mir eigentlich relativ egal. Da konnte man doch einstellen, wegen dem Speichern. Na egal, gehen wir jetzt auf Bestätigen und dann. Neu gestaltet werden. Ja, das machen wir jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe, hier irgendwo ohne irgendwelche Sachen zu spawnen. Ich bleib mal lieber noch hier oben. Ich fühle mich ein bisschen sicher, wenn ich hier oben bin, weil Spinnen und so. Ich will nicht unbedingt. Ich weiß, dass die im Red Forest wahrscheinlich heftiger sind, aber ja, ich habe nicht unbedingt Bock auf. So. Achso. Das Witzige ist, dass man Wölfe hört, aber gar keine Wölfe gibt. Außer es gab demnächst irgendein Update, von dem ich nichts weiß. Das wäre dann ein bisschen creepy. Gummi hat gefehlt, ja. Das kann ich leider so nicht herstellen. Das ist ein bisschen sad. Aber okay. Wir können aber Stahlbeton herstellen, was auch relativ sinnlos ist, weil ja, Set und so. Gut, was bräuchten wir? Jetzt schaue ich mal, was bräuchten wir für die Teile, warte mal. Für die Mehrzweckgerüst. Was brauchen wir dafür? Modular Rahmen und diese Stahlträger. Die könnte ich hier eigentlich herstellen. Und dann einen Bahnhof bauen, der mir das wiederum in die Hauptbase dann bringt. You know? Weil für die.
Weil für die additive Steuereinheiten bräuchten wir nämlich, da bräuchten wir nur 100. In Anführungsstrichen nur 100. Das ist dann auch wieder so belastend, weil da brauchen wir automatische Verkabelung, Platinen. Also die drei Sachen stelle ich ja schon her. Was ein bisschen aufwendiger wird, ist die automatische Verkabelung. Weil dafür brauche ich Statoren und Kabel. Statoren kriege ich nur mit Eisenstangen und Kabel. Was auch relativ sad ist. Ich glaube, der leichteste Part wird die modularen Motoren. Weil dafür brauche ich Gummi. Gummi verwende ich eh gerade nicht wirklich. Die Motoren sind auch relativ easy herzustellen. Da habe ich sogar ein Alternativrezept mit Quarzisolatoren, werde ich aber nicht nutzen, weil die Quarzisolatoren oder Quarz so dieses blöden Quarzteile. Die herzustellen ist auch relativ sad. Da habe ich noch kein gutes Rezept gefunden, um die Teile herzustellen. Und intelligente Beschichtung ist das Einfachste. Die könnte ich sogar hier herstellen lassen und dann auch in die Hauptfirma liefern lassen. Mit dem Zug. Also das dürfte dann auch kein Problem sein, die herzustellen. Ja, ich glaube, die ersten zwei Sachen wären relativ chillig. Was dann ch nicht chillig wird, hat diese additiven Steuereinheiten, weil die sind dann richtig sad. Ich habe mir sowieso überlegt, ob ich wahrscheinlich mein jetziges Lager dafür nutze, um die Phase 3 abzuschließen. Ja. Ich hätte eigentlich auch gern die Teile noch automatisiert, die Gewehrpatronen. Aber da müsste ich halt die Signalisatoren auch automatisieren und das wäre halt auch wieder sad. Weil die könnte ich nur hier herstellen. Weil ich hier alles in der Nähe habe. Jetzt müsste ich halt schauen, ob ich hier Manufaktor herstellen kann. Nee, kann ich nicht, weil mir Kunststoff fehlt. Aber rein theoretischerweise könnte ich entweder hier die. Ja, ich könnte hier sogar die Gewehrmunition herstellen lassen und dann mit Zügen in die Hauptbase liefern lassen. Also es ist kupfikatsch, das ist halt alles ein bisschen sad. Und warum bist du eigentlich wieder gespawnt? Warum? Ach Gott. Ja, genau. Bau die Fläche ab, auf der du stehst. Wäre eine super Idee. Dann hätte ich nämlich nur nochmal neu laden müssen und es wäre halt echt sad gewesen. So. Warum ich jetzt so spät streame, ist nicht der Grund, weil ich euch nicht mag, sondern ist der Grund, weil ich eigentlich gerade. Das war nur so eine spontane Entscheidung. Weil der liebe Gronkh streamt nämlich gerade Elex 2 und Elex hat mich ja nicht wirklich, ehrlich gesagt, nie wirklich interessiert. Nicht, weil ich die Dings nicht mag, sondern weil ich kein Interesse an Alex habe. Ich habe alle Teil 1, glaube ich, kurz mal angespielt, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehuckt, dass ich jetzt sagen würde, ich müsste es jetzt, wie gesagt, sehen. Was mich mehr hookt, ist halt Elden Ring, aber das habe ich nicht. Ich habe erst spätestens im Mai Geld und ich will noch warten. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen billiger. Elden Ring, aber da das gerade so ein Welthit ist und auch jetzt schon wahrscheinlich, und nicht wahrscheinlich, sondern höchstwahrscheinlich oder sehr effektiv sogar Spiel des Jahres wird, davon gehe ich aus, davon gehe ich sehr stark aus, dass das Spiel des Jahres wird, wird es dann wahrscheinlich immer noch ein bisschen teurer werden, wird teurer sein oder keine Ahnung. Deswegen warte ich bis zu Juli, August und werde es dann wahrscheinlich für mich privat kaufen und auch zocken. Ich werde mir allerdings die Normalversion kaufen. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir eine Switch zulege, aber jetzt ist halt die Frage, würde es sich lohnen, eine Switch zu holen, weil ich hätte halt voll Bock auf Mario Kart, aber ich will jetzt auch nicht, keine Ahnung, 140, 150 Euro ausgeben für
eine Konsole, die dann wahrscheinlich den ganzen Tag dann irgendwie rumliegt, weil ich bin von 8 bis 17 Uhr arbeiten. Das heißt, ist die Frage, würde es sich wirklich lohnen? Weil die könnte ich dann rein theoretisch dann auch nur am Wochenende nutzen. Ja, und ich sollte schnell heilen, weil sonst bin ich bald derjenige, der hier tot liegt. So. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt einen Job. Das heißt, ich könnte mir dann auch einiges leisten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir jetzt im Mai dann eine Capture Card kaufe, weil ich habe eine auf meiner Wunschliste vermerkt. Die würde mich 50 Euro kosten. Dann würdet ihr diesen Stream nämlich zum Beispiel in Full HD sehen, in 4K sogar. Also 1080p, 60 FPS. Oder was habe ich gerade? 720p, 60 FPS, glaube ich. Aber ihr würdet ihn auf jeden Fall flüssiger sehen. Das wäre halt auch nochmal. Jetzt muss ich nochmal schnell zur Base zurück. Wegen. Die Marmforschung ist nämlich gerade fertig geworden. Oder warte mal, kann ich mich schnell hier. Ich kann gerade wortwörtlich sagen, ist hier Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn es geht, hupft mich gleich eine Spinne an. Da wird es gleich ganz witzig, wenn ich dann kurz zum Schreien anfange. Alter, ich hasse sowas, ne? Sehr viel zum Thema. Ja, schauen wir uns mal Northern Forest an. Super. Okay. So. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Ich bin nur wieder blind. Warum schaue ich eigentlich nicht? Ich hab's ja gewusst. Alter! Wenn ich einmal auf die verdammte Karte gucken will, du verblödetes Mistvieh. Entschuldigung, hat mich gerade hier schon schocken. Hier, schenk dir was. Damit hast du nicht gerechnet, ha? Ja. Leg dich nie wieder mit mir an. So, auf die Karte gucken. So, jetzt ist zumindest der Northern Forest auch ein bisschen aufgedeckt. Wenn ich jetzt hier demnächst noch ein Radarturm hinstelle, dürfte auch der restliche Bereich so ziemlich aufgedeckt sein. So, da ist der Schwefel, genau. Der ist dann nicht weit weg von da. Jetzt sieht nur so weit aus, ist es aber bei weitem nicht, glaubt mir. So. Wir könnten jetzt rein theoretisch mal zum Schwefel gehen. Genau. Damit ich euch das mal kurz zeige. Der ist nämlich da unten. Au. Also bis vor kurzem waren da noch keine Spinnen, aber ich bin mir nicht. Ja, aber diesmal diese netten Drecksviecher, die mich partout zum Fressen gern haben. Oh, Wasser. Warte mal, wo komme ich jetzt hin, wenn ich hier schwimmen gehe? Na egal, Hauptsache nicht zu den Spinnen. Hoffe ich mal. Selbst wenn, dann killen wir die einfach. Ich habe einen super Stab in der Hand. Hi! Euch habe ich nicht vermisst. Aber gut, die brauchen nur zwei Schläge, dann gehen sie eh auf. Na komm her. Ich glaube, das sind zwei unreine Quellen, aber das macht nichts. Weil ich würde die eh nur dazu nutzen, um dieses Ding herzustellen. Ja, diese. Ja, genau, das ist der Beacon, den ich hingestellt habe. Das ist eine normale Quelle, dann dürfte das hier die unreine sein. Ja. Na komm her, du Spargel. Na, habe ich dich doch noch erwischt, obwohl ich dich gar nicht gesehen habe. Aha. Lul. So, gut. Die hätten wir dann weggesnackt. Ein Beckenpilz. Auf jeden Fall mitnehmen. So. Noch ein Beckenpilz. Läuft heute. So, dann tue ich hier mal speichern. Kurz. Schwefel. Hallo. Heute beim Schwefel speichern. Wenn mir jetzt eine Spinne entgegenrennt, dann schreie ich halt kurz auf und danach darf sie ins Jenseits verschwinden. Weil diese Mistviecher haben es nämlich echt gerne drauf, Leute, Kirsche Angst einzujagen.
Und ich bin rein theoretisch gerade im Spinnengebiet, weil immer wenn diese komischen Pilze auftauchen, heißt es nämlich fast immer so: Hi! Na, Spinnen im Gebiet. Ja, das ist nicht witzig. Ja, ihr verfluchten, dreckigen, blöden, was auch immer ihr seid. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nee, ne? Müsst ihr mal Gruppenkuscheln kommen. Ohne Erlaubnis. Hier. Aua. Dann komm ins freie Gebiet, da wo ich dich sehen kann, du verdammtes Mistvieh. Hier. So. Nochmal schnell heilen. Ich will mich heilen. Heilen, danke. So. Mit dem Inhalator sollt ihr auch langsam mal sparen, weil es ist nicht unbedingt ratsam, ohne Heilung hier durchzulatschen. Komme ich jetzt da an, wo ich hin will, oder wäre ich davor von irgendwas attackiert? Spinnen, diese komischen Schweine oder diese Feuerspucker oder beide. Ich will nämlich gerne zur Mom zurück, weil der hat nämlich gesagt, dass die Forschung fertig ist. Oh, das wird wehtun. Ja, aber egal, ich bin da. So. Das, was ich finden wollte, habe ich nicht gefunden. Egal. Aber zumindest können wir jetzt hier erstmal in Ruhe schauen, was wir für die nächste. Okay. Verdichteter Stahlbarren. Das heißt, ich müsste jetzt verdichtete Kohle nehmen und Eisen. Da würde ich dann 10 Barren pro Sekunde kriegen. Aber da wir das eh gerade haben, wäre das auch aus Gummi und Treibstoff. Recycelter Kunststoff. Das ist ja doof, weil ich müsste erst Gummi machen und dann Treibstoff. Das ist ja komplett dämlich. Ja, das Rezept ist auch dämlich, weil ich nehme eine Ressource, das hat Schucke ja vor kurzem gesagt, dass das echt dämlich ist. Weil ich würde eine Ressource nehmen, was eh selten ist, und das ist Kupfer leider, um daraus dann Eisenbarren zu machen. Also da habe ich bessere Rezepte. Viel besser. Ich weiß nicht. Da bräuchte ich halt jede Menge Durchfluss, ne? Weil Stahlbarren, ein alternatives Rezept für Stahlbarren wäre halt schon geil, weil, you know, aber verdichtete Kohle brauchte ich halt schon für den Turbotreibstoff. Also wäre das Rezept schon mal hinfällig. Ich würde dann eher zu recycelten Kunststoff nehmen, auch wenn es recht dämlich wäre, aber ja. Gut. Lass uns mal so stehen. Ich baue hier den Mann mal ab, weil die brauche ich ja eh gerade nicht. Warte mal, ich tue mal das zu Kupferbarren umarbeiten. Weil du hast, glaube ich, auf der Karte mehr Eisen als alles andere. Also mehr Eisenerzvorkommen als Kupfer. Kupfer ist immer sehr, sehr selten. Ich hatte zwar gerade gehofft, dass wir entweder ein Rezept für die Mobile Miner kriegen, um die zu automatisieren, oder für vielleicht was anderem. So. Dahin, das weiß ich 100 pro, sind jede Menge Spinnen. Große Spinnen, kleine Spinnen, hässliche Spinnen, ekelhafte Spinnen. Jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt, aber ich bin mal ganz schnell still. Jetzt ist noch. Da unten, genau. Halt und Linksklick war das, glaube ich. Kommt mal pingen, oder? Genau, da unten ist nämlich ein Geysir. Und der ist ein reiner Geysir. Der ist. Na, Pecobello. Nur das Dumme ist, wie ihr gerade seht, mir fehlt Gummi. Ich habe zu wenig Gummi mitgenommen. Und da hinten sind zwei Rohquarzquellen. Das heißt, wir könnten hier riesengroße Fläche aufbauen, wo wir dann einen Haufen Sachen verarbeiten. Da würde ich dann aber auch erst anfangen, wenn ich hier. Das heißt, ich komme hier gleich nochmal her. Das heißt, wir werden gleich noch mit der Reise starten. Aber mit einem wunderbaren
Buggy. Ja, mit einem Buggy. Ich würde hier nochmal mit einem Buggy herkommen. Das wäre jetzt wahrscheinlich Sinn. Na, okay, gut, hat nicht wehgetan. Gut. Zack, das wird jetzt aber wehtun. Ja, ein bisschen, okay. So, was haben wir hier? Eine reine Quelle und... Es wäre halt schon geil, wenn zwei reine Quellen wären. Es sind zwei reine Quellen. Geil. Geil. So, bei meiner YouTube-Map, die hatte ich auch schon mal gezeigt, werde ich wahrscheinlich einiges umbauen. Neu machen und umbauen, weil ich habe jetzt durch ein paar Sachen gelernt, dass man doch lieber einiges umbaut. Ja, und das werde ich wahrscheinlich auch tun. So, was hast du bewacht? Du bist jetzt wegen Schwefel gestorben. Wirklich? Läuft für dich. Oder läuft bei dir. Du bist jetzt wegen Schwefel gestorben. What the fuck? Hier unten war ja gerade irgendwo eine Festplatte zu sehen. Wo ich noch nicht weiß, ob ich die schon erforscht habe oder nicht. Es wäre halt auch mal recht interessant, das rauszufinden. Das wird wehtun. Ja. So. Hui. Und ja, wir begeben uns gerade volle Pulle in Spinnengebiet. I know. Aber das ist der schnellste Weg zu meiner Ölproduktion. Ja. Entweder kommt gleich eine fette Spinne und frisst mich, weil ich glaube, beziehungsweise habe ich da gerade vor kurzem, vor einigen Tagen einiges auf YouTube. Ich weiß nicht, ob das Video bearbeitet wurde. Wenn ja, dann verdammt gut, auf jeden Fall. Aber es soll hier eine Elite-Spinne geben. Die ist grün und kann verdammt hoch hüpfen und ekelhaft und ja. Ach du Scheiße, apropos ekelhaft und da war ein Feuervieh. Das ist auch ekelhaft. Aua! Sag mal. Du blödes Feuertierchen. Wo bist du jetzt? Damit ich dir mal gehörig eins auf die Nase geben kann. Wo bist du? Da bist du. Sag mal. Haben wir uns jetzt ganz klar verstanden, dass du bitte. Ja, genau. Jetzt kommen wir noch Fliegen dazu. Als wären diese großen Feuertiere nicht auch schon schlimm genug. Nein, jetzt kommen wir noch Fliegen her. Na, ganz toll. Toll, ich kann nicht. Verschwind. Ich kann nicht gucken, ob ich das jetzt. Habe ich mein Leben gerade. Na toll. Umsonst riskiert habe oder ob ich da. Okay, wir müssen kurz eine Rampe bauen. Oh, ist das gerade ätzend. So. So. Da hier aber kein Stuff. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass ich mir die schon gesnackt habe. Okay, dann wäre das Thema schon mal erledigt. Das heißt, die habe ich schon gesnackt. Das heißt, die muss ich nicht weiter bleiben. Gut. Ich werde den Weg hier unten aber mal freiräumen für den Geothermalgenerator, weil ich glaube, dass hier bei der Quelle. Ich war doch hier unten irgendwo. Ah ja, da vorne. Genau. Dass da nämlich noch ein paar Tierchen auf mich warten, die mich doch zu gerne tot sehen wollen. Was sage ich? Natürlich. Fliegen. Hi. Na? Kommst du jetzt hin? So. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache den. Die Taste jetzt auf Platz 3. So. Erst. Auf die Nase in der Hase. Ja, ich weiß, dass das eine reine Quelle ist. Danke dafür. Außer sie haben es jetzt in den letzten Tagen geändert, aber sobald ich bleibe. Aua! Sag mal! Hat du Piep oder was? Ich glaube, du bist ein bisschen schräg gepolt hier. So. Jo. Eine reine Quelle. Die kann, glaube ich, bis zu 560 Kilowatt pro Sekunde oder Megawatt? Megawatt pro Sekunde bringen. Apropos. Da vorne ist noch was Blaues. Was Nettes. Was ich mir noch snacken will. So. Diesmal kannst du mit deinem Gift sonst wo bleiben. Diesmal hole ich mir die Schnecke.
deine gesamten verdammten Verwandten auch noch. Hier, geh mal kurz kuscheln. Apropos. Sag nicht, das hat nicht getroffen. Doch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr mit dem Stab gehabt. So. Apropos. Wenn, dann besorgen wir gleich, sprengen gleich alles weg. Perfekt. Das hätte ich eigentlich mit der Kettensäge abbauen können und hätte dann Mycelium bekommen, aber ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. So. Mycelium kann ich mir auch anders necken. Außerdem habe ich noch ein paar Quellen bei mir in meiner Ölfabrik, also Ölnähe. Da habe ich auch noch solche Teile. Die kann ich dann auch noch locker abbauen. Ich mag diese verdammten Giftteile nicht. Da kriege ich immer halt eine Krise. So. Die haben die Geräusche geändert. Gefällt mir. So, jetzt muss ich aber schauen, wo meine wunderbare Base ist. Okay. Den muss ich mir nicht markieren, weil ich weiß, dass der hier ist. Wie komme ich jetzt zurück in die Base? Normalerweise müsste ich ja nur nach meinem Space Elevator gucken, aber. Alter, der jagt mir gerade einen Heidenschreck ein. So. Auf die Map gucken. In welche Richtung müsste ich jetzt laufen, wenn ich wieder zurück nach Hause will? Okay, ich muss jetzt da rein theoretisch in die Richtung laufen. Gut. Na gut, dann werden wir dann mal da laufen, ne? So, das heißt, ich komme hier nochmal mit dem Buggy her. Heißt, wir müssen dann sowieso einen Weg nach oben bauen. Eine Treppe oder so oder Leiter. Komme ich dann zwar mit dem Buggy nicht hoch, aber. Gut, das heißt, ich muss Computer mitnehmen, weil ich will mir einen Bahnhof bauen. Das heißt, ich muss mir Computer mitnehmen. Die Sachen für den Geothermalgenerator mitnehmen. Ich schaue gerade, ob ich irgendwo meinen Space Elevator. Ah, da, ja, da hinten. Okay. Das heißt, ich laufe in die richtige Richtung. Gut. Und ich sollte meine Gasmaske mitnehmen. Jetzt überlege ich gerade, wie kriege ich das Gummi hierher, was wir brauchen. Komm her. Stimmt, hier unten können wir auch eine Produktion anfangen. Wenn hier unten noch irgendwo eine Eisenquelle ist, dann könnten wir hier unten auch noch eine super geile Produktion starten. Aber was ist das für eine Quelle? Okay. Eine normale. Ja, passt. Passt eigentlich. Perfekt. So. Was bewacht ihr denn da eigentlich? Mal ganz, ganz dumm gefragt. Alter, wie viel die gleich abziehen, das ist so heftig. Dafür, dass die so klein sind, ziehen die jede Menge ab. Okay. So. Komm her. Dann habe ich euch wenigstens nämlich schon mal alle vom Hals, wenn ich euch jetzt schon töte. Au. So. Passt. Ich kann euch gleich noch was anderes zeigen. Hier hinten nämlich. Geht es nämlich ins Wasser. Da hinten ist eine Ölquelle. Und da ist eine Ölquelle und beide werden bewacht. Und hier in der Nähe muss es auch eine Festplatte geben. Sobald ich noch recht im Kopf habe. Die können wir uns dann auch gleich snacken, aber die wird von einem Feuertierchen bewacht. Deswegen werde ich hier kurz speichern, falls ich sterbe. Das weiß ich nämlich von dem lieben Chucky. Der hat hier nämlich auch in der Nähe dann, als er Festplatten gesucht hat. Beziehungsweise, ich warte mal, wir könnten hier unten. Wir könnten hier unten eigentlich Gummi herstellen, dann nach oben liefern lassen. Wir könnten hier eine zweite geile, große, fette Produktionslinie starten. Weil hier ist Öl. Das ist dann wahrscheinlich eine normale Quelle, genau. Und da hinten ist noch eine Quelle.
Warte mal. You know. Hi, du blödes Miststück. Sorry. Ja, natürlich. Weil ich mich jetzt mit drei Fliegen gleichzeitig anlege. Du kannst mich mal. So. Wir haben zwar X-Speichert, aber trotzdem. Ich will nicht. Ach, leck mich fett. Hi. Hast du gesehen, was da ist? Ihr seid ja wohl komplett Banane. Na komm her. Ja, leck mich am Zückerli. Habt ihr das gesehen? Da waren vier oder fünf Fliegenbäume und ein fettes Feuervieh in der Mitte. Ja, nee, ist klar. Ihr habt doch nicht mehr alle Latten an der Ampel. Ich meine, okay, ich habe gespeichert. So schnell würde ich nicht sterben, aber. Schau! Die fliegen verdammt weit. Die wissen anscheinend automatisch, wo in etwa ich stehe. Und Jesus! Ich habe mein Jetpack nicht dabei, sonst würde ich da hochfliegen und die von da oben killen, aber. Das ist schon krass. Die bewachen eine Ölquelle. Eine. Nein, ich bin doch nicht komplett bescheuert. Der Reine, okay. Ja, dann sollen sie jetzt alle schlüpfen, dann kommen sie wenigstens. Alle schon mal her. Hi. Die Fliegen kann ich dann wenigstens einzeln oder relativ einzeln töten. Na komm her, du blöde Fliege. Lustig wird's halt dann das Feuervieh. Au. Können die Fliegen nicht alle gleichzeitig kommen? Oder zumindest die restlichen, die noch hier sind? Oder ist jetzt bloß nur das? Ja, und die restlichen Fliegen. Gut, habt ihr mich bemerkt? Das finde ich super. Kommt ihr her? Nein. Na toll. Das 27. Oh, das wird. Die werden nicht reichen, glaube ich. Okay. Das ist nicht so gut gelaufen. Okay, Spielladen. Damit. Okay, ich habe jetzt bis jetzt nur 0,0% ausgelassene Frames. Das ist nice. Und ich spiele gerade auf 48 FPS. Die CPU beträgt gerade 15,2%, also läuft auch noch alles perfectly. Gut, ich werde mir mal kurz eine Zigarette anzünden. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es reinlädt. Das dauert immer ein bisschen. Ja. Jetzt, wo ich es ausspreche, lade ich gerade rein, also kann ich es auch wieder ausmachen. Super. Okay. Ich habe nicht zufällig die Zutaten für eine Ölpumpe dabei. Nein, da fehlt mir Kalkstein. 20 Stück. Jetzt hätte ich mir schon mal. Außerdem fehlt mir Strom. Ja. Gut. Okay, wie machen wir das jetzt? Entweder haue ich dem Tierchen gleich komplett das Ding in die Fresse. Wo ist denn das jetzt, das Feuerviech? Ich würde mich gerne rächen. Du blödes, bescheiden schönes Feuertierchen. Komm her und ich hau dir so eins auf die Ärmel, dass du denkst, dass du deine Vorfahren singen hörst. Hier. Hab da was für dich. Weil sobald das Tierchen nämlich tot ist, habe ich eigentlich kein Problem mehr. Perfekt. Weil die Fliegen sind relativ chillig zu töten. Relativ. Nicht komplett, aber relativ. Hi, Lizard Doggo. Ich will dir nichts tun, also geh bitte weg, ja? Das wäre super lieb von dir. Ich würde dir nämlich ungern eins auf den Date hauen. So.
die Ölquelle schon mal frei. Das heißt, das Feuertierchen würde mich jetzt nicht mehr angreifen. Das finde ich schon mal sehr gut. Da habe ich bloß noch Fliegen vor mir jede Menge. Ja, das dürfte aber auch kein relatives Problem sein, weil... Ja, natürlich, noch kleine Feuertierchen. Ey, das ist doch jetzt echt nicht wahr, oder? Alter, wie kräftig bewacht wird die denn bitte? Es ist ja abnormal. Ich meine, die hat doch nicht mal Latten an der Ampel. Aua. Okay, ich verschwinde mal kurz. Toll. Ja, natürlich trinken Kaffee. Alles gut. Es ist ja nicht so, als würden gerade Haufen Fliegen uns versuchen zu töten. Trink erstmal einen Schluck Kaffee. Sicher. Komm her. Natürlich, bevor er stirbt, noch einfach mal schnell eine mitgeben. Kennt man ja. Och nee. Wirklich. Warum zwei? Warum? Ich hätte doch eins im Feuervieh schon gereicht. Nein, jetzt muss ich mir auch noch ein zweites auf den Hals setzen. Okay, ich muss kurz die Tasse wegtun und das auf den. Ja, okay. Gut, dann nehmen wir die 10 Nüsse noch dazu und dann passt das. So. Mann, so viele Teile habe ich gar nicht dabei. So viel Nobelisten. Weil daran habe ich leider nicht gedacht, die mitzunehmen. Weißt du was? Hier, Schluck. Weil die mit dem blauen Feuer sind nämlich auch nicht gerade ohne. Schenk dir was. Aua. Wo ist denn das Mistvieh jetzt da? So. Komm her. Ja, wenn ich alles getötet habe, speichere ich erstmal. Das ist schon ein bisschen heftig gerade. So, die ganzen Panzer wieder aufsammeln, nicht, dass sie respawnen. Hi. Das Komische ist, hat man einen dedizierten Server, spawnen die Tierchen alle nach. Spielt man privat, auf einem privaten Server, so wie ich jetzt, im Einzelspielermodus, spawnen die Tierchen nicht nach und man kriegt sogar Fallschaden, was man am Dedicated Server nicht kriegt. War ich das gerade? I don't know. Ich bin gerade etwas verwirrt dans le monde. Ah, okay. Was ist das für eine Quelle? Eine reine. Okay, ich habe jetzt schon zwei reine Quellen gefunden. Komm her, du. Blödes. Blödes. Flieges. Irgendwas. Fliegennest. Feuerfliegennest. So. Habe ich jetzt hier alles im Umkreis gekillt? Und war hier nicht irgendwo noch eine Festplatte, die man snacken konnte? Oder bin ich gerade etwas fehlinformated? Zumindest habe ich jetzt keinen Treibstoff mehr, weil sonst würde ich da hochfliegen und von da oben gucken. Okay. Hier könnte man auch noch eine schöne Produktion hinbauen. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Hier wird dann wahrscheinlich Olaf Olas 2.0 hergestellt. Wahrscheinlich. Sorry, Schuki, dass ich den Begriff klaue, aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Okay, speichern. Ich habe gesagt, ich speichere sie, wenn ich hier alles umgebracht habe. Okay, hier sind also zwei reine Eisenquellen, Rohölquellen. Das ist okay, gut. So. Ich habe den Spielstand deswegen Hell genannt, weil. Es ist teilweise die Hölle. Weil halt, wie gesagt, noch Haufen Feuertierchen da sind und. Die hat Zaela sie so lieb genannt, Feuerkatzen. Was das da vorne für ein Gebiet ist, weiß ich nicht, aber irgendwie habe ich das ganz, ganz dringende Bedürfnis, dahin zu gehen. Ich habe auch das ganz, ganz dringende Gefühl, ich werde da sterben. Höchstwahrscheinlich. I don't know warum, aber ich werde 100 pro sterben. What the fuck? Was zum Kuckuck ist das? Okay, ich kann da nicht auf den Felsen hoch. Das ist schon mal nicht gut.
Doch, kann ich. Das ist irgendwie unwirklich. Okay. Ich scanne mal kurz nach einer Absturzstelle. Ob hier irgendwo in der Nähe eine Absturzstelle gibt. Nope. Okay. Meiner Meinung nach wäre hier eigentlich eine gewesen, aber ich bin mir auch nicht mehr wirklich sicher. Nochmal kurz Dings nachfüllen. Also hier gibt es noch eine Kohlequelle. Eiskohle. Ja, natürlich, aber du zumindest bist du diesmal alleine. Diesmal schützt dich nicht. Diesmal töte ich dich schneller, bevor du mich wieder killst. Bei deinem Akenossen habe ich mich gerade schon gerecht. Den habe ich gerade schon zur Hölle geschickt. Okay. Eine Unreine. Du bist wegen der unreinen. Ja, egal. Du bist wegen der unreinen Ölquelle gestorben. Also, das ist peinlich. So. Da geht's hoch. Gut. Ich muss mir bloß merken, dass hier in der Nähe dann Dings ist. Okay, wir werden uns jetzt wahrscheinlich gleich in die übelste Scheiße begeben, weil ich keinen Plan habe, wo ich hier eigentlich gerade bin. Ich habe wirklich wortwörtlich keinen Plan, wo ich gerade bin. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Gut. Okay, wir sind nicht weit weg von Northern Forest. Das ist schon mal recht sexy, weil ich muss die zwei Schwefelquellen anbohren. Muss dann aus den zwei Schwefelquellen muss ich dann verdichtete Kohle herstellen. Also das heißt, die Schwefel mit Kohle verbinden. Daraus dann verdichtete Kohle machen und die dann mit einem Zug hierher liefern lassen. Damit die wiederum meine Raffinerien. Befüllen mit. Ja, das habe ich mir gedacht. Das bringt gerade rein gar nichts, dass ich die. Aber jetzt fehlt es nicht an dem Dings, weil das habe ich geregelt. Jetzt kommt nämlich hier genug Dings durch. Und jetzt hängt es davon ab, von dem. Ich habe auch gerade keinen Plan, warum das hier nicht so ordentlich läuft. Jawohl, das ist auch gerade nicht unbedingt so wichtig. Weil ich stelle ja eigentlich nur für mein Jetpack die ganzen Teile her. Also das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Weil klar, ich brauche Treibstoff, aber es ist jetzt nicht so von Bedeutung. Kann mir ein bisschen was mitnehmen, weil das können wir dann mit in die Hauptbase nehmen. Damit wir da das schon mal ready haben. Hier ist auch noch eine Ölquelle, die ich rein theoretisch auch noch anbohren könnte. Sollte sie. Ist zwar eine unreine, das heißt, ich werde da nicht allzu viel rauskriegen. Und das ist wahrscheinlich auch eine, eine normale. Und hier ist auch nochmal eine unreine. Das ist, ich habe jetzt noch zwei normale und zwei unreine hier.
14 Tickets. Sexy. So, jetzt heißt es aber erstmal zurück in die Base. Das heißt, wir werden jetzt hoffentlich den Zug kriegen. Der, wie ich höre, wahrscheinlich sogar gerade einfährt. Ja, perfekt. So. Das heißt, ich werde aber trotzdem erstmal dieses komische kleine Ding hier abbauen, weil das. Oder auch nicht. Ist mir egal, dann baue ich mir in der Hauptbase nochmal eins. Weil wir werden jetzt nämlich mit dem Zug zurückfahren. Das geht schneller. So, dann kann ich zumindest meine Zigarette kurz weiter rauchen. Ah, jetzt dürfte ich sogar fluchen, es ist nach 10. Ah. Miep. Da will ich nachher noch einen zweiten bauen, der dann direkt in den Northern Forest fährt. Ich bin jetzt noch etwas unschlüssig. Entweder wir richten jetzt alles ein, dass da Munition hergestellt wird, im Northern Forest oben. Oder ich beginne mit den Motoren. Also mit den modularen Motoren. Oder ich baue die modularen Motoren hier in der Hauptbase. Ich weiß es halt gerade überhaupt nicht. Das Dumme ist halt, für die Signalisatoren bräuchte ich halt Eisenplatten, Eisenstangen. Also wer High-Quality-Streams von mir will, der muss leider bis Mai warten. Bis Mitte Mai oder so, weil ich krieg das halt leider gerade eher nicht hin. Weil ich bräuchte noch eine Capture-Karte und die kostet halt leider 50 Kacken. Kann ich mir halt gerade echt nicht leisten. So, einmal 200 nehmen wir uns mit, wir den Geothermal-Generator. Warte mal. Ach, weißt du was, scheiß drauf, weg damit. Dann tun wir das erstmal ins Lager. Ich hätte eigentlich schon alles mit Manufaktor voll ballern können, weil hier wird eh alles gerade in die Dings gebracht. Verpackter Treibstoff. Was, da kommt dann. Ist der verpackter Treibstoff? Ja, perfekt. So, da können wir nämlich das hier reinbringen. Da werde ich mir noch ein paar Nobelisten mitnehmen. Wir könnten jetzt zumindest schon mal den Geothermalgenerator anschließen. Und ein bisschen Beton mitnehmen. Ja. Signalisatoren könnte man eigentlich auch schon automatisieren, ne? Ich baue mal kurz einen Manufaktor hin, um zu schauen, was wir jetzt alle schon damit hier erstmal automatisieren lassen können. Weil die brauche ich auf jeden Fall. Die kann ich hinten im Northern Forest herstellen lassen. Das also automatisieren lassen. Die müsste ich dann bloß mit dem Zug immer hin und her fahren. Also, dass er die hinten im Northern Forest herstellt, in Zug eingelagert wird, im Bahnhof, im Frachtbahnhof und dann mit dem Zug immer hin und her gebracht wird. Und hier dann irgendwie eingelagert, beziehungsweise für weitere Produktionen. Mit den Signalisatoren könnte ich dann Gewehrpatronen herstellen lassen. Aber das heißt, ich müsste dann drüben eine Kohlequelle finden, damit ich Nobelisken herstellen kann. Mit den Nobelisken könnte ich dann, also mit dem Schwefel, ja, ich müsste halt drüben nochmal eine komplette große Produktion starten, mit allem, was irgendwie möglich ist, um die Gewehrpatronen herzustellen. Ich habe auch ein alternatives Rezept für die Motoren, aber das ist echt sowas von zum Kotzen, weil da stehe ich doch lieber auf das Originalrezept. Was ich allerdings sehr gerne herstellen wollen würde, wäre halt wirklich die
die Gewehrpatronen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich hinten machen bei der Stahlproduktion, was ich gerade hinten am Start habe. Ich habe noch zwei Kohlequellen gefunden. Das heißt, ich könnte nochmal Stahlrohre herstellen lassen. Für allein die Produktion. Das Einzige, was mich dann halt nervt, sind die Signalisatoren. Die müsste ich dann zwei Manufekte aufstellen. Nur alleine für einer, was die Signalisatoren herstellt. Und einer, was halt die Schwarzpulver herstellt. Das Schwarzpulver brauche ich gleichzeitig auch für die. Boah, das ist so dämlich, ohne Witz. Eigentlich wäre es mir wichtig, dass ich die Sachen langsam herstellen lasse, weil ich müsste das echt langsam mal angehen. Jetzt habe ich die automatisiert, weil die habe ich ja letztes Mal also offscreen automatisieren lassen, die schwermodularen Rahmen. Die Computer lasse ich sowieso automatisch herstellen. Die Platinen werden auch automatisch hergestellt. Nur was ein bisschen verzwickt wird, wird die automatische Verkabelung. Weil da bräuchte ich halt Statoren und Kabel. Das heißt, ich bräuchte hier in der Nähe irgendwo noch eine Kupferquelle. Und da hätte ich halt gerne Rezept, damit ich die aus reinen Dings herstellen kann. Heißt, ich müsste jetzt rein theoretisch noch mal eine Riesenproduktion starten mit allem, was irgendwie auch nur ansatzweise. Leute, ich würde jetzt für jetzt erstmal Schluss machen für heute. Ich schaue noch kurz, wenn ich euch rüber raiden kann. Genau. Ich könnte euch zu dem League Gekoman darüber rüber raiden oder weißt du was? Oder wisst ihr was? Ich raide euch jetzt einfach zu der lieben Scarazzola rüber. Die spielt nämlich auch ganz Satisfactory. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da demnächst dann auch mal wieder reinschaut. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch schnell. Also, ich spiele nämlich auch ganz Satisfactory. Da raid ich euch jetzt einfach rüber. Muss bloß den Ton ausmachen. So. Muss ich nach mein Stream gehen. So. Sie hat sogar Webcam, das heißt, ihr seht sie sogar. Geh sie zu mir. So. Warum geht es jetzt nicht? Ach so. So.